Herzlich willkommen zu Pokémon Weiß Edition 2. Heute mit dem Kampf gegen Ents Sommerteam. Und ich habe mich diesmal informiert, was ist am besten, mit welchem Pokémon zu starten. Denn ich habe ja drei Pokémon, die gute Resistenz gegen haben und die dann noch stark treffen können. Nämlich Starmie, Terrakium und Libeldra. Ich habe mich letztendlich für Libeldra entschieden. Hast du jetzt einfach einen Grund? Er hat einen Vulnona und dreimal dürft ihr raten, was für eine Fähigkeit das hat, wenn Quark so Niesel hat. Richtig, Dürre. Also wäre Starmie schon mal ziemlich aufgeschmissen hier gewesen. Terrakium wäre noch eine Option gewesen, aber Steinkern, da hat eben wenig AP und trifft nicht so oft, da habe ich mich für Libeldra entschieden. Alle drei hatten Resistenz gehabt, blieben eben nur noch Libeldra und Terrakium mit Resistenzen übrig und da hat Libeldra die stärkere Stab-Attacke gehabt, zumindest im Verhältnis. So, dann wird es spannend, Arcani ist unser Gegner, das kann böse werden, vor allem weil er eben Bedroher hat. Vielleicht werde ich deswegen auch nach diesem Kampf eine Runde zu Terrakium wechseln. Weil ja, da merkt man schon, was Bedroher macht und er setzt Wutanfall ein und das hat mich unerwartet getroffen. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt die nächste Runde weitermacht, denn er hat er muss natürlich, aber hätte er diese Attacke nicht gehabt, hätte er eine Top-Genesung eingesetzt. Insofern bin ich fast zufrieden, sogar Lopper. Wie gesagt, ich hole jetzt Libeldra da raus, um die Schwächung durch Bedroher wieder wegzumachen. Ich schieße den physischen Angriffer und hole jetzt Terrakium raus, damit er hier mit Steinkante loslegen kann. Er hat zwar auch Erdbeben, aber hat eben keinen Stab. Und in diesen Leveln ist Stab schon sehr, sehr wichtig. So. Größtenteils Feuer, aber schön, dass man auch mal ein richtiges Feuerteam mit Sommer verbindet. Tengulist. Gut, jetzt habe ich mehrere Optionen. Was mache ich? Da, wisst ihr was, da wir gerade sowieso Sonne noch haben, werde ich die Sonne einfach ausnutzen, um meinerseits ihm erstens zu zeigen, was aus seinem Reshiram geworden ist. Nämlich etwas ziemlich Krankes. Und andererseits mein Kreuzturm einsetzen. Ihr seht, Wetter ist noch da und... Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, gut. Ich lebe noch. Das hätte eng werden können. Vor allem, da er zuerst angegriffen hat. Aber ich habe noch Glück gehabt und kann ihn mit Kreuzflamme so in die ewigen Jagdgründe schicken. So, Volipurba. Ja, da kämpfe ich auch weiter. Es gibt eben nur Feuer, Eis und Flug, was hier gegen sehr stark wäre. Aber Eis ist durch die Sonne geschwächt. Ich werde es wahrscheinlich mit Stab trotzdem noch stärker. Braucht eben wiederum zwei Runden. Daher nutze ich einfach die Kraft der Sonne aus, die Vulnona mir durch Dürre geschenkt hat. Dann passt das. Genau. Und was haben wir als nächstes? Ninjask. Da mache ich so wie gerade eben. Und Sonne. Und ja, ich glaube, danach dürfte genau die fünfte Runde vorbei sein, nämlich jetzt. Daher... Oh! Das natürlich... Gut, aber nee, immer noch Wetter da, obwohl er, glaube ich, schon länger als fünf Runden tot ist. Das überrascht mich, aber okay. Gut, jedenfalls vernichten wir Ninjas jetzt. Ciao. Oder vielleicht haben... Vielleicht tragen seine Pokémon auch einen Heißbrocken, weiß ich jetzt nicht genau, wäre möglich. Aber gut, auch diesen Kampf haben wir souverän überstanden. Ja, du kannst mit Reshiram reden, wenn du willst. Der ist schließlich hier. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat dieser Kampf gefallen. Wenn er euch gefallen hat, könnt ihr das Video mit einem Daumen hoch unterstützen. Falls nicht, Daumen runter. Beim nächsten Mal gibt's Ents Herbstteam. Bis dann.